Willkommen in einer neuen Folge von Mac Vlog. Wir haben heute die Ehre, einen Input mit unserem Pastor Benno aus dem Standort Ansbach zu haben. Und wir haben auch immer eine Unterrichtseinheit mit ihm pro Woche und das ist einfach richtig cool. Er hat immer übelst die Fakten raus und das genieße ich einfach voll, in seinem Unterricht zu sitzen, weil man einfach auch richtig cool was über die Bibel lernt. Und da würde ich euch auch gleich mit reinnehmen zum Thema Freude am Herrn. Und ich wünsche euch eine gute Inspiration dabei und wir sehen uns gleich. Hi, mein Name ist Benno und ich bin einer der Teacher am Momentum College in Nürnberg. They think I'm churchy, they think your boy is lame. Yeah, I live for Jesus. Wir sehen schon ganz am Anfang im Alten Testament, dass Gott sich ein Volk auserwählt, das Volk Israel, um mit ihm Geschichte zu schreiben. Und viele Jahre und Jahrhunderte später ist das Volk Israel in Gefangenschaft. Es wurde besiegt und es wurde verschleppt nach Babylon. Und es war dort einige Jahre im Exil und darf nach einiger Zeit wieder zurückkehren in ihr eigenes Land. Und davon lesen wir in diesen beiden Büchern. Sie kommen zurück und das Erste, was sie machen, ist, sie bauen den Tempel wieder auf und sie bauen die Stadtmauer der Hauptstadt Jerusalem wieder auf. Und dann lesen wir in Nehemia Kapitel 8, dass das ganze Volk sich versammelt und dass der Priester Esra die Tora vorliest. Und die Tora, das ist ein Teil des Alten Testaments, praktisch die Bibel der Israeliten damals. Und er liest daraus vor und das ganze Volk, es fängt an zu weinen. Und sie sind bestürzt darüber, wie weit sie sich von Gott entfernt haben. Und er sagt zu ihnen, hey, hört auf zu weinen. Ja, weint nicht, sondern, und jetzt lese ich vor aus Nehemia 8, Vers 10. Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken. Also Burger und Cola, würde ich mal sagen. Und teilt euer Essen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Eine andere Übersetzung sagt, die Freude am Herrn, sie ist wie eine schützende Mauer. Oder auch, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das finde ich so cool. Ja, denn Esra, er sagt, hey, hört auf zu weinen, sondern macht eine Party, freut euch. Denn die Freude am Herrn, sie ist eure Zuflucht, eure Stärke und sie beschützt euch. Und ich weiß nicht, ja, wie es dir gerade geht, in was für einer Gefangenschaft, in was für einem Exil du dich befindest, wie weit weg du dich von Gott befindest. Oder auch von dem Ort, wo du gerade sein solltest. Oder auch, vielleicht bist du auch einfach unzufrieden, ja, und deprimiert über deinen Glauben. Ich möchte dir sagen, hey, jetzt ist die Zeit, heute ist die Zeit, ganz neu durchzustarten mit Gott. Heute ist die Zeit, eine neue Season zu beginnen. Und deine Freude in ihm zu finden. Denn wenn wir keine Freude am Herrn haben, dann wird unser Glaube irgendwann oberflächlich, gesetzlich. Ja, dann schauen wir nur noch, dass das äußere Bild gut ausschaut, aber innen drin, da ist kein Leben, da ist nichts los. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich diese Freude am Herrn bekommen, wie kann ich sie erhalten? Da habe ich drei kurze Punkte für euch. Und der erste Punkt ist, geh all in. Du hast alles von Gott bekommen, ja, dann musst du auch alles geben. Wie das Volk, das ganz neu zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Herr, wir wollen tun, was du sagst. Du sollst der Herr über unser Leben sein. Und wir wollen dir nachfolgen. Hey, genau das kannst auch du tun. Auf deine Knie gehen, ins Gebet gehen und neu zu Gott kommen. Egal, ob du es noch nie gemacht hast oder ob du mit der Zeit halbherzig geworden bist. Zweiter Punkt, lerne Gott kennen. Und so besser wir ihn kennenlernen, umso mehr Freude werden wir an ihm haben, denn er ist einfach großartig. Daher, hey, sprich mit ihm, ja, mach Worship und lese in der Bibel. Und der dritte Punkt, deine Peer Group ist alles. Ich weiß nicht, was du für Freunde hast. Du hast bestimmt Freunde, hey, die richtig Hammer sind, die dich ermutigen im Glauben, die dich anfeuern, ja, und die, wo du einfach wachsen darfst. Und vielleicht hast du aber auch Freunde, die dich runterziehen, die dich wegbringen von Gott. Ein schlechter Einfluss auf dich sind. Und ich will dir sagen, du tust niemandem Gefallen, wenn du Freunde hast, die dich von Gott wegbringen. Und jetzt habe ich noch einen vierten, einen Bonuspunkt für euch, und der ist,
Komm zum Momentum College, Mann. Freunde, es ist die beste Investition, die du machen kannst in dein Leben und in dich, wenn du ein Jahr zum Momentum College kommst. Ab September geht's wieder los, du kannst dich jetzt schon bewerben und ich würde mich mega freuen, dich in Nürnberg zu sehen. Bis dann, mach's gut. Hallöchen, ich hoffe, du konntest dich inspirieren lassen von Benno gerade in dem Input. Und wir haben über die Zeit auch noch so viele Outtakes gesammelt von MacLog. Und ich wünsche dir einfach viel Spaß dabei. Das ist einfach nur witzig. Viel Spaß bei den Outtakes. Voll die krüppelige Antwort, ey. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, und du bist auch noch am Lachen hinter der Kamera, ich denke. Und wir haben jetzt Kochi und Tee, ne? Und von diesen, in diesen drei Punkten. Wir wollen hier bei. Welche drei Punkte hatte ich gehabt? Und hey, ich hab's verkackt. Wir nehmen das, was wir Woche haben. Das passt. Cut! Video ab, Ton ab. Ton ab. Weitergeben an einen Stipendien. Okay, sorry. Cut. Reaktion. Ich sollte auch wirklich sagen, dann ja. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Ich muss so lachen, weil du was machst. Hallöchen wieder. Benno. Okay. Und dann. Hey, ich bin die Pauline und ich bin Teil des... Oh nein, jetzt geht es wieder los. Wir lachen, da haben wir vorhin schon drüber gelesen. Echt? Ja. Jetzt kann man es doch warten. Entschuldigung. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Donnerstag. Es ist nicht Donnerstag. Nochmal. Was ist denn? Ich habe mir noch eine Karotte geschickt. Könntest du vielleicht irgendwie Handzeichen machen? Oder ja. Das läuft, wenn wir in den Folgen angekommen sind. Und da bin ich schon wieder zum letzten Mal. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge, hattet viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich will noch eine kleine Erinnerung reingeben an das Spendenbarometer. Denn wenn wir ein bestimmtes Spendenziel erreichen, dann werden wir bestimmte Challenges ausstrahlen und ich freue mich da schon voll drauf. Also wenn du es auf dem Herzen hast, einer Person fürs nächste Jahr das College mitzufinanzieren, dann klick dich gerne rein in unser Bio und ja, ein Stipendium wird generiert. Ciao! Hey, du sollst aufhören zu filmen hier!